Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Einer bzw. einige hatten unter dem Wizard Guide oder unter anderen Videos mal gefragt, ob ich mal ein Video machen könnte, wo ich einfach einen Run mache. Also wie ich farme praktisch. Das Ganze mache ich jetzt einfach mal. Ich spiele im Inferno Monster Power 2 und mache die einfach die normalen Alcazar Runs. Im Moment denkst du gerade ein bisschen rum, das ist irgendwie so ein Issue mit Diablo, was die irgendwie noch nicht gefixt haben und auch irgendwie nie hinkriegen. Falls ihr das gerade gesehen habt, das war nur kurz mein kleines Programm, damit ich mir nicht die Finger breche, wenn ich ein CM Wizard spiele. Wie man sieht, die Eliten gehen ziemlich schnell down. Und der Lag ist enormes. Also ich weiß nicht, was Diablo da falsch gemacht hat, aber mein PC hat ein Hardware-Rating von 7,8. Ich kann Battlefield 3 auf Ultra spielen. Und es laggt weniger als in Diablo. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Diese D-Pack war schon ein bisschen schwieriger. Aber nur weil ich in keine Ahnung wie vielen Arcane-Lasern drin stand. Da haben wir jetzt schon unseren zweiten Stack. Der Vorteil mit diesem Bild ist, einige meinen ja, Archon ist besser. Finde ich nicht. Die Killgeschwindigkeit vom Archon der Mobs oder Eliten ist natürlich größer. Aber wir als CM Wizards haben es zum einen leichter. Und zweitens haben wir Teleport. Was uns wirklich ziemlich krass beschleunigt. Und ich meine, ich brauche hier für einen Mob mit 3,5 Millionen Leben vielleicht 4 Sekunden oder sowas. Ist jetzt auch nicht wirklich heftig. So, holen wir uns hier den Schwächepunkt. Und ab in den Turm der Verdammten. Ich habe nicht besonders viel Magic Find oder sowas. Bin hier bei 260%. Also Moldran, der rennt ja mit 400 rum auf MP2, glaube ich. Ist schon ein bisschen mehr, aber ich habe meinen Scoundrel auch nicht auf Magic Find ausgerüstet. Dann hätte ich nochmal so 20 mehr. Mein Power Level ist halt einfach nicht so hoch, 41. Und ich habe auch nur Magic Find auf meinem Gürtel, auf meinen Hosen. Und ja. Von daher nicht besonders hoch. Aber ich farme auch nicht so oft momentan. Momentan spiele ich ja den Quicksilver Gojang 2. Müsste irgendwie mal ausprobieren. Hier ist der Hexor. Irgendein Unique Mob. Ich weiß gar nicht, warum die im Spiel drin sind, wenn sie droppen nichts. Mein Gear könnt ihr euch auf der Battle.net-Seite angucken. Einfach nach dem Battletag Methods 2704 suchen. Ihr könnt mich in-game auch gerne adden, obwohl ich mittlerweile eher selten online bin. Ich gehe eigentlich nur einmal täglich online, um zu gucken, ob ich was im Auktionshaus verkauft habe. Was meistens nicht der Fall ist. Ich verkaufe momentan gar nichts. Und finde auch nichts. Von daher habe ich momentan eher wenig Motivation, hier was zu machen. Oberbosse habe ich jetzt schon relativ häufig gemacht. Ich habe insgesamt 13 Hellfire-Ring oder sowas gecraftet. Der beste war der hier. Obwohl das auch nicht besonders cool ist. Der hat keinen Crit, der hat keine Attack Speed, der hat keinen No-Resist, der hat gar nichts. Also, ich weiß nicht, wer King Kongos Video kennt, wo er 56 Hellfire-Ringe craftet. Die waren alle ungefähr genauso, nur noch schlechter. Dieser Run ist für EXP-Verhältnisse eindeutig der beste, aber auch für Items-Verhältnisse ganz gut. Früher haben wir das anders gemacht. Da hatten wir eine längere Farmroute, die Creparian damals immer benutzt hat, so ziemlich. Das Ganze geht ein bisschen länger. Also das hier, ich weiß nicht, wie lange es dauert, könnt ihr dann im Video sehen, wie viele Minuten das sind. Ich glaube, hier habe ich mich gerade verlaufen. Man kann es schneller machen, ich beeile mich gerade nicht groß, ich habe auch nicht viel Movement Speed, also. Aber Creparians Farmroute hat immer so 3-4 Stunden gedauert, so circa. Also es ist schon die dreifache Zeit circa. Und die Item-Ausbeute ist aber gerade mal doppelt so hoch oder so.
die XP auch irgendwie nur doppelt so hoch. Also das Ganze hier ist auf jeden Fall die effizienteste Methode. Es gibt noch die Möglichkeit, Akt 2 zu farmen. Kann man machen, wenn man will. Ich mag Akt 2 jetzt nicht so. Die Monster machen einfach viel zu viel Schaden. Besonders diese komischen Schlangen da, die immer unsichtbar sind, was mich sowieso schon wieder aufregt dann. Ich mag die einfach nicht. Von den Rare Mobs hier könnt ihr eigentlich nur auf das Rare Mob selbst gehen. Die restlichen Verrecken sowieso immer. Nebenbei. Wizard ist nicht die schnellste Klasse zum Farmen. Barb dürfte die schnellste sein. Danach kommt vielleicht Wizard, aber der Monk ist auch nicht schlecht dran. Witch Doctor ein bisschen langsamer als die anderen. Und Demon Hunter auch sehr schnell. Wenn man Nightmarish und Electrified geht mit Simeon Sack. Wenn man jetzt einen Demon Hunter hat und den auf Vault mit Tactical Advantage spielt, der ist so schnell, also er ist permanent bei seiner Movement Speed von 180. Und damit schneller als ein Double Tornado Barb und killt die Mobs einfach durch seinen Vault so ziemlich. Und wenn er gerade keine Disziplin hat, haut er Multishot rein und für jeden getroffenen Gegner kriegt er wieder eine Disziplin in diesem Ariad-Krater. Kann dann damit genug Gegner gleichzeitig treffen, dass er direkt wieder weiter vaulten kann. Und auf niedriger Monster Power kann er mit einem Multishot sogar einige Gegner killen. Also Demon Hunter sehr schnell, wahrscheinlich sogar noch schneller als der Wizard. Aber auch anfälliger für fiese Gruppen. 116.000 DPS bufft mit meiner Frostnova und Scoundrel. Ist ganz okay dafür, dass ich einen ziemlichen tankigen Build habe. Ich benutze zum Beispiel Blackthorn Schuhe und Rüstung. Würde ich diese gegen Sunimasas und die Rüstung gegen Tarashas austauschen, würde ich locker auf... Oh mein Gott, Lag! Was zur Hölle, Diablo, was macht ihr eigentlich? Mit diesen zwei Items alleine würde ich schon bufft auf 20.000, 30.000 mehr kommen. Dann noch Lacuni Prolas habe ich auch noch nicht. Wäre nochmal so 5.000 bis 6.000 DPS mehr. Und noch ein vernünftiges Amulett zu legen. Meins ist ziemlich... Naja. Gehen nochmal bis zu 20.000 mehr, also... Ich könnte schon auf die 150.000 bis 170.000 DPS anbufft kommen. Das wäre so ziemlich fast eine Damage-Verdopplung, also... Mein Damage ist noch nicht besonders hoch, aber ist okay. Ich habe nebenbei jetzt auch mal ein bisschen die anderen Chars ausgerüstet. Habe aber relativ schnell wieder die Lust verloren. Ein Char, der noch ganz lustig war, war der Demon Hunter, aber einen vernünftigen Demon Hunter zu gieren ist einfach zu teuer. Also klar, es gibt Demon Hunter, mit denen schafft man dann halt, keine Ahnung, MP5 oder sowas, aber man braucht schon einen ziemlich guten Demon Hunter, damit man ziemlich Burst Damage machen kann. Was ich merke, mein Wizard hier hat 100.000 Anbuff, der Demon Hunter hat 85.000 und ich mache mit dem Wizard sehr viel mehr Schaden. Obwohl ich die Klasse Bombs zum Demon Hunter verwende, aber der Build, einfach die Items stimmen einfach nicht so wirklich, sodass ich am Anfang extrem viel Schaden mache. Direkt 1-2 Millionen auf Schlag, aber danach kommt erstmal nichts mehr. Und das stört mich ein bisschen am Demon Hunter. Barb ist einfach nicht meine Klasse, würde ich einfach mal sagen. Monk auch ziemlich gut, aber sehr teuer. Ich habe den Monk jetzt mit 25 Millionen ausgerüstet. Und ja, er war mir noch nicht wirklich gut genug für irgendwelche Runs. Keine Ahnung. Witch Doctor habe ich nicht gemacht, weil die Klasse werde ich nicht spielen und die kann ich auch nicht spielen. Ich habe noch nie einen Witch Doctor gespielt und ich werde es wohl auch nicht machen. Okay, diesen Plan kennen wir noch nicht. Erzmagier, Kopfstöpfe und sowas als Magier immer mitnehmen. Die können besten Slot werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. 1 zu 2 Milliarden oder sowas, aber naja. Vielleicht hat man ja mal Glück. Ich werde hier bei diesem Run keine Topzeit hinlegen, das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich hoffe, ich schalte nicht zu schnell, zu schlecht ab. So dass hier alle die Hände in den Kopf zusammenschlagen und denken, was macht der Typ mit seinem Geld. Das ist das erste Mal, dass ich einen Run mache seit, keine Ahnung, anderthalb Wochen hier. Also
Diablo 3 spiele ich momentan kaum. Ich stecke halt momentan sämtliche Zeit im Meeting rein und der P-Server gefällt mir wirklich, so dass ich da auch die nächste Zeit erstmal spielen werde. Besonders PvP finde ich da halt interessant. PvP ist halt so eine Sache, die für mich ein Spiel am Leben hält und für mich auch eine Motivation zum Farmen hat. Weil wer bekommt schon gerne aufs Maul? Dann besorgt man sich halt PvP, geht, dass man den anderen aufs Maul gibt. So einfach ist das. Das ist beim Meeting momentan auch der Fall. Also bis jetzt im Duell hat noch keiner länger als, keine Ahnung, 5 Sekunden überlebt und ich hatte meistens die Leben voll. Mal sehen, wenn andere auf den Server kommen, ob sich das dann ändert oder wie sich das dann ändert. Ich habe halt den Vorteil, dass ich den Server schon komplett kenne. Und genau weiß, welche Items ich brauche und wo ich die herbekomme und sowas. Also ich habe eigentlich einen ziemlich großen Vorteil. Es zählt bei solchen Games nicht wirklich, also bei Diablo auch, wie lange man spielt, sondern wie effizient man spielt und wie gut man spielt. Wenn man bei Diablo 10 Stunden am Tag spielt, aber die ganze Nacht 1 Inferno den Butcher killt, kann man ja machen, dann hilft einem das auch nicht. Wenn man aber 10, jetzt muss ich ein anderes Beispiel geben, wenn man jetzt 5 Stunden am Tag wirklich effizient, so schnell es geht, mit, keine Ahnung, eine Stoppuhr daneben und du willst jedes Mal einen Rekord brechen, so nach dem Motto Al-Kaiser Runs hier macht, dann wird man nach 5 Stunden, ich verspreche euch, ihr werdet nach 5 Stunden mehr Gold gefarmt haben, als nach 20 Stunden einen Butcher killen. Oder irgendeinen anderen Scheiß machen. Oder zwischendurch einfach mal ins Auktionshaus gehen und da eine Stunde rumsuchen, nichts kaufen, ein bisschen im Menü rumhängen und nichts machen. Oder einfach mal zum Spaß einen Boss killen oder sowas. Wenn man einfach konsequent und effizient spielt, kommt man auf jeden Fall mit sehr viel weniger Zeitaufwand sehr viel weiter. Auktionshaus spielen ist jetzt nicht schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Auktionshaus ein Item snipen könnt, ist relativ gering. Ich hatte letztens eins drin, das hätte ich mir sofort gekauft, hätte ich das Gold gehabt. Es war für 90 Millionen drin und so circa 400 bis 800 Millionen wert. Damals hatte ich aber nicht das Geld, das war eine Tarascha-Rüstung mit 200 irgendwas Vita und 50 Euro Resistance. Also ich weiß nicht, einmal hätte ich die Chance gehabt, einen Gewinn von 1000% abzusahnen oder noch mehr. 1500%. Das wäre ziemlich krass gewesen, das war eine Echoing Fury mit 900 DPS, 3% Lifesteal, 180 Dex und Sockel. Die hat 8 Millionen gekostet, war so gegen 80 bis 100 wert. Und ja, die Waffe 1.12 drin, das heißt, ich habe sie wenige Sekunden, nachdem sie freigeschaltet war, gesehen. War aber zu spät. Ich wollte sie kaufen und sie war schon weg. Also wenn man im Auktionshaus snipen geht, man hat immer Konkurrenz und man hat immer Leute, die gegen einen snipen oder einfach, was momentan in den USA halt der Trend ist, oder von den Leuten, die einfach viel zu viel Geld haben, die bieten 2 Milliarden und dann gehört denen das Item. Bei Items, die halt only bit sind, weil über 2 Milliarden kann man nicht bieten. Das heißt, wenn jemand 2 Milliarden bietet, gehört ihm das Item. Kann man natürlich nur machen, wenn man 2 Milliarden hat. Das dürfen so 0,0001% der Diablo-Spieler sein, die so viel Geld haben, ich weiß es nicht. Mein höchstes auf einen Haufen waren 150 Millionen oder so. Weiß ich nicht. Insgesamt habe ich jetzt, ich würde mal sagen, gegen 800 Millionen, eine Milliarde zusammengefarmt. In knapp 5-6 Monaten. Klingt jetzt besonders viel, aber wenn man sich da andere Leute anguckt, die in dieser Zeitspanne schon allein in wenigen Tagen 5 Milliarden ausgeben und dann plötzlich wieder 2 Milliarden mehr haben oder sowas. Also im Vergleich zu diesen Leuten ist das natürlich nichts. Gefunden haben wir auf diesem Run bis jetzt noch nichts. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn das Drop-System von Diablo sucks balls. Das finde ich an anderen Spielen sehr viel besser konzipiert. Ja, diese sinnlosen White-Items, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch droppen auf mich hin. Ganz wichtiges Kriterium in Sachen Effizienz, gerade wo ich die Maniacs sehe. Nicht sterben. Wenn ihr glaubt, höhere Monster Power sehr effizient oder sowas, weil ihr dann mehr Magic Find habt oder so. Ihr aber zwischendurch eine Chance habt drauf zu gehen, macht das nicht. Wenn ihr drauf geht, verliert ihr so viel Zeit.
nebenbei noch Gold. Also bis man wieder aufstehen kann, dauert das so 10 Sekunden oder so und dann muss man da wieder hinlaufen und keine Ahnung, danach noch der Extragang zum Schmied, um zu reparieren. Nice try. Ja, im Moment sind die Brimstones ziemlich teuer und man kann halt aus allen ab Item Level 61 Legendaries Brimstones craften. Die sollen so gerade so um die 60.000, 70.000 wert sein und ihr schreibt dann in den Chat, dass er alle 61er Legendaries für 10.000 Gold kauft. Netter Versuch. Ja, beim Schmied habe ich jetzt schon einiges an Items drin. Es dürften jetzt so 50 sein, die ich craften kann. Brauche natürlich von diesen Rezepten keine. Craften macht einfach keinen Sinn, weil es ist in meinen Augen Geldverschwendung. Gucken wir mal, was wir schon scheiße hier schon wieder gekriegt haben. Okay. Die Windforce ist die aus dem letzten Video halt. Die habe ich immer noch rumliegen. Aber gut. Dann war's das mit diesem Diablo 3 Alcazar Run. Mit meinem Wizard, den ich bald vielleicht umgieren werde, wenn ich ein bisschen an Gold komme. Das Auktionshaus war eben offline. Mal sehen, ob es jetzt online ist. Nein. Das Auktionshaus sollte vor 17 Minuten wieder online kommen. Ist es nicht? Was soll man dazu sagen? Naja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt oder sowas zu Diablo 3, könnt ihr euch stellen. Ich werde soweit alle beantworten. Wenn ihr mir eine PN schickt, werde ich sie hundertprozentig beantworten. Wenn ihr das per PN macht, wird das Ganze auch ein bisschen ausführlicher sein. Also wenn jemand mir eine persönliche Nachricht schickt, dann setze ich mich da auch hin und schreibt einen vernünftigen Text zusammen oder so, recherchiere noch ein paar Sachen. In den Kommentaren mache ich das so eher ein bisschen anders, weil ich da einfach nur schnell irgendwie kurz darauf antworten möchte. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Videos. Es wird auf jeden Fall auch noch PvP-Zeug von Royal 2 geben. Vielleicht da auch ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und auf Wiedersehen.